Das Schloss Hohentübingen. Im Jahr 2019 Schauplatz einer besonderen Ausstellung. Erfindungen aus dem 15. Jahrhundert, angefertigt nach den Skizzen von Leonardo da Vinci. Dem Universalgelehrten gelang mit seinen Ideen, die industrielle Revolution vorzudenken, den Ersatz von Handarbeit durch Maschinen. Er ist Wegbereiter einer Revolution im Hier und Jetzt, in der die Maschinen nun auch unser Denken übernehmen sollen. Bernhard Schölkopf, Physiker, Mathematiker und Informatiker. Wir haben Maschinen, die schon relativ gut lernen können, die lernen können, Muster zu erkennen. Aber wir haben noch keine Maschinen, die denken können, diese Art von Maschinen zu entwickeln. Das ist die große Herausforderung. Am Tübinger Max-Planck-Institut für intelligente Systeme, das er mitbegründet hat, entwickelt Bernhard Schölkopf mit seinen Teams Algorithmen, die maschinelles Lernen ermöglichen. Eine Art Programmanweisungen, die längst unseren Alltag erobert haben. Sie dienen etwa der Ermittlung biometrischer Daten, wie Fingerabdrücken oder Gesichtern von Millionen Menschen. Lernenden Internetsuchmaschinen, die sich auf unser Konsum- und Sozialverhalten hin anpassen. Oder lernenden Sprachassistenten in Smartphones. Künstliche Intelligenz, kurz KI der Gegenwart. Doch nun will Bernhard Schölkopf Maschinen mit seinen Algorithmen füttern, die nicht nur Muster aus großen Datenmengen filtern und verarbeiten. Sein nächstes Ziel sind Roboter, die im Raum intelligent interagieren. Die Systeme, die jetzt gut funktionieren in der künstlichen Intelligenz und maschinellen Lernen, sind eigentlich immer Systeme, die auf Internetdaten trainiert werden, Hunderten von Millionen von Trainingsbeispielen. Das Problem nun bei dem Roboter ist, dass er in der wirklichen Welt lernt und er sieht nur begrenzt viele Daten. Er muss also aus begrenzt vielen Daten robust generalisieren auf neue Situationen etc. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir die richtigen Methoden dafür noch nicht gelernt. Von der Vision lernender Roboter bis zu ihrer Ankunft in der realen Welt ist es ein weiter Weg. Deshalb muss Bernhard Schölkopf die Grundlagen der Intelligenz erforschen. So soll dieser Roboterarm lernen, einen Würfel zu bewegen, egal wo und wie er gerade liegt. Dass sich die Probleme der Umsetzung oft erst in der Entwicklung zeigen, offenbaren schon die Studien von Leonardo in der Tübinger Ausstellung. Denn manche seiner technischen Skizzen funktionieren in der Realität nur bedingt. Die Revolution der künstlichen Intelligenz aber hat dagegen das Feld der Theorie längst verlassen. Lernende Maschinen existieren bereits. Diese Kameras sind die Augen eines Roboters, der lernen kann. Seine Aufgabe? Tischtennis spielen. Das Team von Bernhard Schölkopf trainiert zunächst den Arm darauf, die Bälle zurückzuspielen. So lernt er den Bewegungsablauf. Auf Basis hochkomplexer Rechenvorgänge spielt er dann eigenständig und lernt, sich auf unterschiedliche Ballwinkel einzustellen. Künstliche Intelligenz, die auf ihre Umwelt reagiert. Wirkliche intelligente Systeme wie Menschen und Tiere müssen mit der Welt interagieren. Und unsere Intelligenz ist dazu da, dass wir Dinge in der Welt tun. Und dieser Roboteraufbau ist einfach ein einfaches Szenario, wie man sowas untersuchen kann. Da ist also sowohl Wahrnehmung drin, als auch Handlung im Sinne von Balltreffen. Es ist langfristig auch Interaktion mit anderen Intelligenzen mit drin, also wenn zwei Roboter gegeneinander spielen. Es sind sogar Dinge wie Strategie schon mit drin. Also eigentlich viele Aspekte, die unsere Intelligenz charakterisieren, kann man dort untersuchen. Diese beiden künstlichen Muskeln bewegen einen anderen Roboterarm, der gegen einen virtuellen Ball spielt. In diesem Labor ist es nur Tischtennis, das der Erforschung von maschinellem Lernen dient. Doch so harmlos die Experimente wirken, Bernhard Schölkopf gestaltet unsere Welt von morgen. Eine große Verantwortung. Längst haben Roboter die Arbeitsplätze der Fabriken übernommen. Erobern nun bald intelligente Roboter auch noch unsere Büros? KI, Chance oder Risiko?
künstliche Intelligenz erkennt unsere Bewegungsmuster, scannt unser Sozialleben auf Besonderheiten, kann Wahrscheinlichkeiten einer Erkrankung berechnen oder gibt Prognosen zu unserer Kreditwürdigkeit aufgrund von Transaktionen und Ausgaben. KI ist die Wunderwaffe im digitalen Krieg. Die revolutionären Technikideen des Leonardo da Vinci mündeten nicht zuletzt in Vorschlägen zu hocheffizienten Waffen. Wohin führt die KI-Revolution? Also wie bei jeder Technologie gibt es natürlich Chancen und Risiken, das ist ganz klar. Ich denke, wenn man sich die Geschichte unserer Entwicklung anschaut, dann war es meistens so, dass im Endeffekt die Chancen überwogen haben. Und ich erwarte und hoffe, dass es im Feld der KI und im maschinellen Lernen genauso sein wird. Welch enorme Chancen KI etwa für die Medizin bietet, zeigt ein anderes Experiment der Tübinger Forscher. Diesen Roboterarm steuert ein Proband. Er versucht, die gelben Bälle auf dem Bildschirm zum Platzen zu bringen. Gleichzeitig werden dabei seine Hirnströme gemessen. So kann das Team erkennen, welche Hirnareale bei der jeweiligen Bewegung beteiligt sind. Ziel ist es, individuelle Muster der Hirnströme zu erkennen, aus denen Algorithmen für eine personalisierte Hirnstimulation entstehen, die etwa gelähmten Patienten die Bewegung des Armes ohne den Roboterarm ermöglichen. Nur ein Beispiel der künstlichen Intelligenz im Dienste der Medizin. Und künstliche Intelligenz nutzt Bernhard Schülkopf auch in einem Forschungsfeld jenseits seiner eigentlichen Arbeit. Auf dem Dach des Max-Planck-Institutes steht das Teleskop des Hauses. Wenn es ihm die Zeit erlaubt, blickt Bernhard Schülkopf in die Weiten des Universums und verbindet sein Interesse an den Sternen mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Etwa, wenn es darum geht, neue Planeten außerhalb unseres Sonnensystems ausfindig zu machen. In Aufnahmen mit Milliarden Sternen lernt KI, Veränderungen in der Strahlung zu erkennen, die ein Stern zeigt, wenn ein Planet vor ihm vorbeizieht. Womöglich wird KI maßgeblich beteiligt sein, sollten wir eines Tages dort draußen eine Art zweite Erde finden. KI, eine Revolution, die unsere Welt verändern wird. Auch wenn etwa dieser Mähroboter vor den Toren des Max-Planck-Institutes nicht besonders klug ist, die bahnbrechenden Erkenntnisse von Bernhard Schülkopf zum maschinellen Lernen werden ihren Weg finden. Was aber nicht heißt, dass wir uns den Robotern ganz ausliefern sollten, wie er meint. Ich mag neue Technologie. Also wenn irgendwas Neues passiert, dann will ich das auch ausprobieren. Möchte das eigentlich auch gern nutzen. Aber gleichzeitig genieße ich es auch, total abgekoppelt zu sein. Also ich würde mir wünschen, dass bei allem, was an zusätzlichen Möglichkeiten passiert, dass die menschliche Freiheit, auch mal sich abzukoppeln, nicht eingeschränkt wird. Denn ich glaube, die macht uns auch wesentlich aus, dass wir diese Freiheit haben wollen und behalten wollen. Bernhard Schülkopf, Vordenker einer neuen Epoche.